Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video mit einem nützlichen Tipp, so hoffe ich, für Google Chrome Nutzer. Und zwar will ich euch eine versteckte Funktion zeigen, die allerdings noch experimentell ist und deshalb etwas versteckt und standardmäßig deaktiviert. Es heißt Heavy Ad Intervention. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es hier um die sogenannten schweren Anzeigen zu Deutsch. Das sind einfach Anzeigen, die ja zumindest, wenn sie geladen werden, zu viele Systemressourcen in Anspruch nehmen, so dass unser PC oder Laptop verlangsamt wird, bis vielleicht hin zum ja, Einfrieren gebracht wird. Als Orientierung gilt hier alles, was mehr als 1% Bandbreite, 60 Sekunden Gesamt-CPU-Zeit oder pro Minute und so weiter. Wer das genau wissen möchte, einfach auf den Link unterm Video klicken. Da wird es nochmal genauer erklärt, ja, was es mit diesen sogenannten schweren Anzeigen auf sich hat. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist, wie wir diese Option ja aktivieren. Falls der eine oder andere es schon testen möchte, ja, es ist wie gesagt noch in so einer Art Beta-Version. Genau, wir starten einfach unsere Google Chrome Browser und gehen auf die Flex-Seite, dass wir ja schon aus anderen Videos, die ich schon gemacht habe, nun kennen. Ja, einfach in die URL-Zeile hier oben Chrome Doppelpunkt slash slash Flex eingeben. Enter drücken, hier die Warnung einfach ignorieren. Das macht jeder auf seine eigene Kappe natürlich. Ja, und nun suchen wir hier einfach nach irgendwas mit Heavy hier in dem Suchfeld. Ja, und schon sind wir hier bei, haben wir hier unsere Option hier. Heavy Ad Intervention, genau. Hier nochmal eine ganz knappe Erklärung, ja. Und wir sehen, das funktioniert auch auf ja, Mac und Linux und ChromeOS und Android. Also man kann das auf alle Plattformen hier benutzen, aktivieren. Hier ist Default. Default heißt hier deaktiviert, wie gesagt. Einfach enable hier, also aktivieren. Den Browser hier einmal durchstarten, ja. Relaunch. Und ja, schon ist diese Option hier enabled, ja, also aktiviert. Und die sogenannten schweren Anzeigen, iFrames und so weiter, werden nicht mehr geladen und unser System nicht mehr ja, grundlos überlastet. Genau, ja, das war es im Prinzip auch schon alles, was ich euch jetzt zeigen wollte auf die Schnelle. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.